gestehe, ich weiß nicht, wie der Stand hier aktuell ist. Als ich zuletzt hier war, liefen die Untersuchungen noch. Das scheint Sorgana-Wachen zu sein. Ich nehme an, dies ist gut für uns. Das ist Ansichtssache, denn es könnte heißen, dass sie unter dem Befehl von Dimiona stehen und dementsprechend handeln. Vielleicht sollten wir auf die gleiche Weise hineingelangen wie beim letzten Mal? Wie seid ihr das letzte Mal hineingelangt, Abelmir? Oh, wir haben eine ganze Menge Krach gemacht, dann kam Mann wieder angelaufen, dann haben wir diese abgeschlachtet und sind dann hineingegangen. Dabei hat Kiaras irgendeine Liturgie oder so gewirkt. Wir sind über eine Mauer geklettert und seit ich in den Palast gelangt, wenn ich mich recht erinnere, durch einen Hintereingang. Naja, also ich bin beiden Varianten gegenüber offen. Entweder wir klettern rein oder wir tragen uns rein oder wir schneiden uns rein. Wie auch immer. Wir können durch die Erde reisen? Nein. Aber schön, dass du das vorschlägst, Boltax. Ja, dann sollten wir einfach vorne zum Haupttor gehen und sagen, wir sind da. Immerhin waren ich und Abelmir ja auch hier schon einmal und wir befassen uns mit den Überbleibseln. Wir müssen auf magische Untersuchungen zurückgreifen. So etwas. Wie gesagt, es besteht die Gefahr, dass diese Leute unter Dimionas Kommando stehen und genaueste Anweisungen bezüglich unserer Person erhalten haben. Na, dann kommt Rafim eben mit und im Zweifelsfall beschützt er uns schon. Darum geht es nicht. Ich glaube, Dimiona sollte so wenig wie möglich wissen, was wir tun. Wenn sie nach Janka kommt, in der Annahme, dass sie uns den Gürtel dort abnehmen kann, dann sollte sie nicht wissen, dass wir zuvor einen Abstecher nach Kesha Tarif gemacht haben. Unter normalen Umständen würde ich auch die Vordertür nehmen, wenn das tatsächlich Eleonoras Leute wären. Aber ich fürchte, davon ist nicht auszugehen. Naja, dann, was schlagt ihr vor? Ich glaube, ich bin tatsächlich für Abelmirs Vorschlag. Denn normalerweise würde ich sagen, gut, wenn sie uns am Tor verhaften wollen, können wir immer noch den Pferden die Sporen geben und einen neuen Versuch starten. Aber damit weiß Dimiona unter Umständen schon, dass wir hier sind und das wollen wir nicht. Wir Na müssen auf ja. jeden Fall ins Kloster, wenn wir diesen Geist suchen wollen. Ich könnte euch die Stelle zeigen, an der wir am letzten Mal über die Mauer geklettert sind. Letztes Mal hatten wir eine Ablenkung, aber vor dem Tor, wenn ich mich recht erinnere. Das ist richtig, wir können ja ein Feuer irgendwo legen. Nur eine Verfahrensfrage. Falls uns da drin jemand findet, was tun wir dann? Dann sind wir geschätzte Gäste, ist doch klar. Die eingebrochen sind. Nein. Es weiß ja niemand, dass wir eingebrochen sind. Naja, ich nehme an, dass dort oben niemand ist, Boltax, außer die Wachen. Sie werden wohl Befehle haben, niemanden reinzulassen, wenn das hier so wichtig für sie ist. Ja, das denke ich auch. Nun, dann würde ich vorschlagen, wir lassen uns nicht erwischen. Ja, aber wenn, töten wir die, schicken wir die in die Ohnmacht. Was tun wir dann? Das müssen wir vorher entscheiden. Das können wir nicht dann entscheiden. Wir sollten sie vielleicht nicht unbedingt töten. Das würde ihnen einen Vorwand geben, uns in ein Gefängnis zu werfen. Ganz recht, ich möchte keine Toten. So verstanden. Ja, dann wird das hier aber spannend. Also du darfst sie K.O. schlagen, Das. aber nicht töten. Wir könnten da wirklich Probleme bekommen, wenn das zum Kampf kommt. Das sind da ziemlich viele bei so vielen Alarmposten. Ich gehe davon aus, dass sind mindestens noch 2 Dutzend hinter den Mauern. Naja, die Frage ist, ob wir dann wirklich alle dahin sollten oder ob wir tatsächlich zumindest teilweise eine Ablenkung starten. Nun, ich würde sagen, ich und Sulamin sollten auf jeden Fall gehen und Abelmir am besten auch. Ich würde mir ungern dieses Abenteuer entgehen lassen. Ich denke, unter dem Schleier wäre es kein Risiko für mich hineinzugehen. Ja, ein sehr guter Punkt. Nun, ich könnte mich ebenfalls, nun ja,
magisch verschleiern, sodass man mich nicht so leicht erkennen, entdecken würde. Ich denke, euer Beisein wäre auch sehr hilfreich, denn immerhin wart ihr dabei. Ihr wisst, was geschehen ist und in welchen Räumen und... In der Tat, ich kenne die Zugänger von letztem Mal noch. Ja. Außerdem, wenn es zu einer Konfrontation mit einem Geist kommt, dann ist es nicht verkehrt, mehrere Magier dabei zu haben. Das ist wahr. Sollte ich tatsächlich besessen werden und alleine sein, nun, damit wäre niemandem geholfen. In der Tat, und ich bin der Einzige, der den Geisterbann beherrscht. Naja, dann würde ich sagen, Zulamin, Boltax und Abelmi, schleicht euch da rein und was machen wir so lange? Also ich melde mich gerne für eine Ablenkung. Nur wie ist die Frage? Naja, die Frage ist, braucht ihr überhaupt eine Ablenkung? Ich denke, dass wir sehr unauffällig sein können, oder? Ja. Wir arbeiten an. Na klar, ich kann mich auf jeden Fall stumm machen, also dass ich keine Geräusche mache. Nun, ihr könnt euch doch durch die Erde transportieren lassen innerhalb der Mauer, nicht wahr? Diamantas, neben dir steht wieder der alte Mann, zupft dir so ein bisschen an deiner Kleidung. Spreng den Staudamm. Flute das Tal. Halt deine Schnauze. Was? Das war jetzt aber nicht nett, Diamantis. Abelmir hat mir eine wichtige Frage gestellt. Und ja, Abelmir, das könnte ich natürlich machen. So könnt ihr innerhalb des Platz gelangen, oder zumindest in die Nähe davon, nicht wahr? Auf jeden Fall. Das wäre überhaupt kein Problem. Das Hinein und Hinaus ist für mich nicht weiter schwierig. Nur wenn wir uns im Palast befinden und die Räume abgehen. Nun ja, dann sollten wir zusammenbleiben. In Einheit ist Stärke. Das ist richtig. Dann sollten wir einen Treffpunkt vereinbaren. Denn ich denke, jeder wird auf seinem eigenen Weg hineingehen. Erinnert ihr euch an den Kellerraum? Dort, wo wir nun dieses arme Mädchen gefunden haben, um das sich Kiaras ja dann gekümmert hat. Ja? Naja, aber da war Zulamin ja noch nicht bei uns. Nehmt irgendwas, was sie auch finden kann. Wie wäre es, das große Staubecken vor dem Palast? Oh ja, das ist eine gute Idee. Das ist wirklich einfach zu finden. Ich erinnere mich an eine Art Brunnen oder so, aber dort werden wir sicher auf Wachen stoßen. Gab es nicht so ein Pavillon am See? Vielleicht sind dort weniger Wachen. Naja, was haltet ihr denn davon? Ja, seht ihr da vorne, es ist ja die Mauer. Und dahinter ist dort der Palast. Trefft euch doch direkt da. Bei den beiden goldenen Kuppeln. Ja, dann seid ihr wenigstens direkt am Palast, weil in diesem Garten sind mit Sicherheit auch Wachen. Oder, wir nehmen doch den Keller und ihr trefft euch vorher mit Abelmir draußen und holt mich dann im Keller ab. Im Keller wird vermutlich keine Wache sein. Ja, wie auch immer, ihr kriegt das schon hin. Serpentilio, eine Frage. Könnt ihr ein Auge auf die drei haben, dass wir wissen, wenn die in Schwierigkeiten sind? Ja, könnten wir, wenn ihr wollt. Ich kann euch auch selbstverständlich dann im Falle von Schwierigkeiten eine Nachricht schicken, Serpentilio. Ja, aber meine Sorge ist vielleicht, dass ihr alle besessen werdet oder sowas. Was weiß ich denn, was da passiert? Ich zweifle daran, dass ein Geist durch mein steinhartes Gemüt kommt. Ja, aber vielleicht sind die anderen beiden besessen und versuchen dich zu erschlagen. In einem solchen Falle können wir sowieso nichts tun, bevor er erschlagen ist, oder nicht? Ja, aber vielleicht können wir die anderen beiden noch einsammeln und dann bringen wir Boltax zumindest für sein Begräbnis zurück. Das ist nicht ganz richtig. Ich könnte mich einfach versteinern. Und warten, bis ihr da seid. Was haltet ihr sonst davon, wenn ich einfach mal ans Tor gehe und frage? Das noch dazu. Sollten wir nicht erst einmal in Erfahrung bringen, ob all dieses Theater überhaupt notwendig ist? Was wollt ihr denn fragen? Naja, ob wir rein dürfen oder ob ich rein darf. Und dann könnt ihr ja sehen. Also entweder die lassen mich rein und dann gehe ich rein und dann treffen wir uns drin, irgendwie später oder versetzt. Oder sie wimmeln mich ab, dann... Ihr werdet ja schon sehen, wie die mit mir verfahren, aber... Zumindest weiß
Eleonora oder die Miona nicht, dass ich zu euch gehöre. Das ist wahr. Möglicherweise könntet ihr auf diese Weise nach drinnen gelangen, aber wir anderen waren alle auf dem Steckbrief. Ja, aber ich... Bis auf Hassan. Nee, aber vielleicht wissen sie ja, also vielleicht hat das ja, mit dieser Steckbrief hat ja vielleicht gar nichts damit zu tun. Deswegen wollte ich einfach mal fragen. Naja, aber was wir ja vermeiden wollen, ist, dass Eleonora oder Demiona oder wie auch immer herausfindet, dass wir hier waren. Und wenn wir da hingehen und selbst wenn die uns reinlassen und selbst wenn das alles klappt, wenn sie dann am Ende trotzdem weiß, dass wir hier waren, haben wir nichts gewonnen. Vielleicht könntet ihr herausfinden, ob sie, sagen wir, beliebige Leute auf das Gelände lassen. Denn okay, dann wäre also, das eine Möglichkeit, sich zu verkleiden. Guck mal, hier drüben, das ist ein roter Stein, der hat hier so einen Erzeinschluss. Da liegt ein weißer Stein und ich nehme die jetzt mit. Und wenn ich durch das Tor gelassen werde und ihr könnt auch rein, dann lasse ich den weißen Stein fallen. Und wenn ich durch das Tor gelassen werde und ich lasse den roten Stein fallen, dann solltet ihr nicht reingehen. Wisst ihr, dann funktioniert dieser Einlass vielleicht nur für mich. Oder ich werde abgewiesen, dann müssen wir uns was anderes überlegen, aber zumindest sind wir schlauer. Ich verstehe, so ist das Spiel Rote und Weiße Kamele entstanden. Nee, das hat einen anderen Grund. Gut, dann versucht euer Glück. Okay, dann vielleicht bis gleich. Und damit geht Hippolyta los. Lefter, ein Sohn Raius? Habt ihr auch daran gedacht, dass dieser Sohn alle Tugenden der schönen Mutter mit Füßen tritt, ja, sie sogar ins Gegenteil verkehrt? Es mag die Lehre eurer Kirche sein, aber ich sage euch, ihr irrt, wenn ihr diesen Dämon zum Halbgott erhebt. Es sei denn, eure Herrin hat ebenfalls ein anderes Gesicht, das ihr vor den Gläubigen und der Inquisition verbergt. Streitgespräch in einer Gaststube zwischen einem wandernden Reihergeweihten und einem unbekannten Ketzer. Ihr könnt erkennen, wie Hippolyta auf das Tor zugeht und die Wachen aus ihrem Mittagsschlaf wachen. So sehr aufmerksam waren sie nicht. Jetzt allerdings, wo diese einzelne Person auf das Tor zugeht, erwachen sie, halten sie auf und fangen eine kleine Diskussion mit ihr an, die ihr erst einmal nicht verstehen könnt. Es dauert ungefähr 10 Minuten, dann könnt ihr sehen, wie Hippolyta sich umdreht und sich wieder verabschiedet, wieder zurück des Weges geht und erst einmal so weit vorbei an euch geht, dass sie dann von den Wachen nicht mehr erblickt wird, sich dann irgendwann ins Gebüsch legt und wieder zu euch aufschließt. Ja, jetzt sind wir schlauer. Ja, erzählt. Tatsächlich sind sie relativ gelangweilt. Sie wissen nicht genau, warum es hier jetzt eine Sperrzone gibt, aber das wurde wohl vor einiger Zeit beschlossen von Eleonora persönlich. Sie würden viel lieber den Krieg in Gorion führen. Da sind wohl ihre Brüder und Schwestern. Und ja, jetzt sind sie hier und verweigern jedem den Zutritt. Das ist wohl auch der Grund, warum die ganzen Leute, die ganzen Geweihten aus Keshal Nasuri nicht mehr herkommen. Vielleicht ist deswegen auch der Abt aufgebrochen nach Elberum. Das weiß ich jetzt nicht, aber das ist jetzt gerade so eine Vermutung, die ich hatte. Zumindest darf hier keiner mehr rein. Und sie wissen auch nicht, warum. Habt ihr mitbekommen, dass Eleonora hier ist? Nein, Eleonora ist nicht hier. Die ist immer noch in Zorgan. So zumindest die Vermutung von denen. Aber die Befehle kamen eben aus Zorgan und dann sind sie hier angereist. Das könnte eventuell mit diesen ganzen Geistererscheinungen zusammenhängen. Das waren ja wohl die Gerüchte, aber das ist zumindest die Vermutung von den Wachen. Bisher hat sie aber auch wohl, also die wechseln natürlich immer unten. Wir haben hier ein Tor und auf der anderen Seite ist ein Tor und oben weiter ist auch noch ein Tor. Und im Garten, da ist wohl, also so ein bisschen mehr als 50 Leute werden wohl da sein. Die genaue Zahl wollte sie mir nicht sagen, aber mehr als ein Banner hat sie gesagt. Naja, und die sind nicht sehr begeistert von ihrer Aufgabe, aber sie haben jetzt zumindest mich nicht durchgelassen. Also weder mich noch andere Reihergeweihte oder Pilger oder sonst irgendwen. Naja, sie erfüllen ihre Befehle. Ja, genau. Aber ich hatte auch die Steckbriefe angesprochen, davon wissen sie nichts. Weil ich bin ja auch auf diesem Steckbrief drauf. Das hätten sie sonst wahrscheinlich angesprochen. Na gut, dann wissen wir auf jeden Fall, dass unsere Überlegungen nicht übertrieben sind.
und wir nicht einfach durch den Haupteingang hineinspazieren könnten. Nein, das nicht. Ja. Aber wir müssen zumindest, wenn wir uns leise verhalten und kein Lärm erzeugen, dann werden wir sicherlich sehr einfach nach oben kommen, so sag ich mal. Zumindest kommen wir hier nicht unten ohne die nötigen Papiere durch. Wir könnten da etwas herstellen. Du meinst, dass wir von Eleonore geschickt worden sind? Interessant. Mit welchem Grund auch immer, aber... Naja. Ihr scheint euch mit der Heraldik hier im Aranien auszukennen. Wenn ihr mir erzählt, wie das aussehen muss, kann ich das herstellen. Und für das Siegel, da brauche ich nur etwas Wachs, muss es einmal gesehen haben und oder geschrieben bekommen. Etwa ein Stück Holz. Nun ja, das Wappen von Ravennus habt ihr selbst schon gesehen, in Kombination mit dem Wappen des aranischen Königshauses. Ich könnte euch versuchen, es aufzumalen für euch. Naja, aber bedenkt, die dürften das auch schon selber gesehen haben, ne? Weil wenn die Befehle von der tatsächlich haben, dann müssten wir das schon sehr gut machen. Also dann müsste ich zumindest hierbleiben oder einen anderen Weg wählen. Aber ja, also das Wappen könnt ihr ja auch sehen. Wir könnten noch Befehle überbringen, dass die Truppen von hier abgezogen werden, um in den Krieg in Gorian zu streiten. Sie wären sicherlich nicht allzu bereit, das zu glauben. Lieber täten. Aber die Fälschung müsste dann schon sehr, sehr gut sein. Naja. Naja, und das würde auch langfristig relativ viel Aufmerksamkeit erregen. Sicher, in einer Woche bestimmt, aber denken wir nicht an Tagen. Es hat die Frage, ob wir wissen wollen, also ob wir geheim vorgehen wollen und unsere Spuren verwischen mögen, dann bekommt sie nämlich gar nicht mit, dass wir hier waren, oder aber wir planen langfristig. Und wenn ihr sagt, wir wollen jetzt auch noch das mit diesem Gürtel irgendwann vielleicht machen, dass wir den Gürtel haben, aber wir haben ihn ja eigentlich nicht. Aber wenn wir das vielleicht irgendwann den Zorgern sagen wollen, dass die dann zu uns kommen, das würde dann nicht mehr funktionieren, wenn wir jetzt hier die Wachen abziehen und dann alle auf uns aufmerksam machen. Das geht dann nicht mehr. Ja, das befürchte ich auch. Also ich halte das. Und wenn, dann wäre ich für eine Kompromisslösung. Keine Ahnung, wir sind eine Sonderkommission, die Geistererscheinungen untersuchen soll. So verstanden. Ich wollte nur mal die Dienste mit einbringen. Das war ein sehr guter Vorschlag, Diamantis, aber ich glaube, es ist zu gewagt. Naja, ich meine, wenn wir da jetzt reingehen wollen, dann brauchen wir trotzdem einen Brief. Also, den kannst du hier herstellen. Weil einfach nur da jetzt ans Tor rangehen und sagen, hey, wir sind die Sondertruppe, das funktioniert nicht. Da brauchen wir halt schon ein Schreiben aus Zorgern. Nein, ich glaube, der Plan ist eher, sich da reinzuschleichen und denen gar nichts zu geben. Ja, das wäre auf jeden Fall am unauffälligsten. Gut, dann werden wir derweil hier draußen Lager beziehen. Ja, seht ihr da vorne, wo ich vorhin hingezeigt habe, da. Aber mir da vorne wolltet ihr doch irgendwie hochklettern, oder nicht? Richtig? Ja, so war der Plan, ja. Wir können uns ja in der Nähe aufhalten, dass wenn ihr Hilfe braucht, wir stellen auch die... Hell. Aber dass wir dann dort die Mauer erklettern können. Falls ihr doch noch Hilfe brauchen solltet. Ich würde euch ungern hier rücklassen, aber wenn ihr nicht wollt. Naja, wenn ihr einen besseren Vorschlag habt. Wir klettern über die Mauer und probieren unauffällig durch die Gärten zum Palast zu gelangen. Ja, dies ist nichts, woran ich mich erinnern werde. Ihr könnt nicht unauffällig sein? Er kann nicht klettern. Ebenso mit dem unauffällig sein. Er will mir ein Mann in meinem Alter. Wenn die Sache sauer wird, bin ich nur einen winzig kleinen Limbussprung von euch entfernt. Also fürchtet euch nicht zu sehr.
Nun gut. Ist eure Entscheidung. Was das angeht, entschuldigt mich doch eine Minute. Nun gut, dort entlang. Ich werde im Hintergrund mal Gefolgschaft an dem Gutungi einfordern. Und zwar, damit ich es nicht mehr tun muss, machen wir direkt zwei Dienste. Eine Kontrollprobe ist erschwert um 5, ist geschafft, ohne dass ich rechnen muss. Das kostet mich 3 ASP Basis und 6 ASP für die Gefolgschaft, aber in Wahrheit nur 3, weil wir 15 Sterne in die Halbierung der Dienstkosten investiert haben. Kostet also 6 ASP und dann möchte ich einen Dienst einsetzen, um ihn zu Damien zur Spionage hinterher zu schicken. Sei angemerkt, dass er dann sehr speziell zu Damien hinterherläuft, falls ihr irgendwie getrennt werdet. Ich weiß nicht, ob er das kann. Ja, wegen dem Schleier. Travemir. Nun gut. Er hatte ja Angst angemeldet. Ich weiß es ja von nichts, insofern ist. Ich muss die Dauer einmal erhöhen von 5 Stunden auf 1 Stunde. Komm, erhöhen wir sie zweimal von der Spielrunde auf 8 Stunden. Ich möchte angemerkt haben, dass ich heute 63. Das ist meine ASP-Maximum, 63 ASP rausgehauen habe. Und hier kommt selbstzufrieden zu den anderen zurück. Nickt Abelmir einmal zu und sagt nicht. Abelmir, Boltax, ich bin nicht sicher, wie das obere Tor aussieht. Sollte es geschlossen sein, kann es sein, dass ich entweder warten muss, bis sich eine Gelegenheit ergibt, oder auch gar nicht daran vorbeikomme. Nur damit ihr vorgewarnt seid. Wo treffen wir uns? Bei den beiden goldenen Kuppeln, die der Mauer zugewandt sind. Genau. Deutet dahin. Ja, genau. Nun gut, dann gehen wir schon einmal vor. Ich will derweil auf mich ein Ignorantia wirken. Ignorantia ungesehen. Haben wir den schon mal gespielt? Ich glaube. Mendarion vielleicht? Aber das wäre jetzt lange her, wenn. Also die Wirkung ist, der Zauber wird sorgt dafür, dass von zufälligen Beobachtern nicht bemerkt wird. Er eignet sich vor, um größere Menschen herumzutauchen. Er wird nicht etwa unsichtbar, sondern die Umstehenden haben kein Interesse an ihm. Es wäre nicht mit ihm interagiert. Ja, also für große Menschenmassen in der Stadt ist er auf alle Fälle geeignet. Auch für, also der ist nicht optimal dafür, aber das ist das jeder Fall, jede Begegnung erfordert eine Probe. Wie gesagt, Sie zeigen kein Interesse an mir. Ich bin für die ganz normale Wache oder keine Ahnung was. Nee, es ist ja keine, wie heißt denn das, harmlose Gestalt. Das ist keine. Ja, kein Interesse an ihm, steht hier. Richtig, Ignoranz ist halt so, als würden sie dich gar nicht wahrnehmen. Ja, richtig. Also ein bisschen wie der Widerwille. Nur, das ist halt anstatt. Genau, der Widerwille geht auf Objekte. Nur anstatt wie der Chamäleoni zum Beispiel auf den Sinn zu gehen, geht es halt hier auf den Geist, weswegen es auch ein Einflusszauber ist. Er ist tatsächlich der Wirkung des Schleiers nicht unähnlich, weil die Leute sich halt nicht für dich interessieren, obwohl sie dich prinzipiell wahrnehmen könnten. Aber das ist ja egal, denn selbst wenn sie dich wahrnehmen, nehmen sie dich immer noch wahr und wissen nicht, oh, der war gerade eben nicht da, der ist unsichtbar. Sondern einfach dann auf und sie fragen dich, huch, wie ist der denn hier gekommen? Genau, sowas. So, aber die werden auf alle Fälle eine Sinneschärfe oder eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Sinneschärfe. Eine Sinneschärfe, die um die ZF durch 2 plus 7 Punkte erschwert. Gut, dann fangen wir mit Abelmir an. Wir fangen mit Abelmir an und Abelmir wirkt seinen Zauber. Ich lasse mir für Zeit. Die Magieresistenz von den Wachen, die müsste auch wichtig sein, ne? Nein, da steht explizit keine Magieresistenz. Ist nur eine Probe auf Intuition, Charisma und Gewandtheit. Dauert 10 Aktionen, jetzt 20 Aktionen, aber ist ja egal. Ich lasse sie etwa, sagen wir, eine halbe Stunde. Das kostet mich dann 17 ASP. 14 Punkte, sie müsste jetzt also ZFP halbe plus 7, also 14 Punkte auf die Sinnschärfe gelingen, um mich in irgendeiner Weise wahrzunehmen. Okay, würfel ich gleich aus. Dann gehst du los. Genau, wie nach einer halben Stunde, trotzdem 17 ASP. Okay, was machen die anderen? Zulamin nimmt den Schleier? Ja, genau. Zulamin zieht den Schleier hervor, berührt den Stoff kurz mit den Lippen und hüllt sich dann mit einem Stoßgebet an die Göttin in den Schleier. Macht, dass wir Eleonora finden.
So, da musst du keine Probe würfeln. Jetzt habe ich für die Wachen eine Probe gewürfelt. Auf was geht denn eine Schärfe? Ist das, lass mich kurz gucken. Da müsste Kyle in Klugheit. Das nehme ich da an, die haben eine Klugheit von 13. Da fehlen... Ja, die werden keine Sinneschärfe von 18 haben. Nee, das haben sie nicht. Gut. Dann ist Abel mir durch, dann ist Sulamin durch. Boltax. Ja, ich mache den Weg durch Sumus Leib. Kennt man ja schon von mir, habe ich ja schon häufiger eingesetzt. Ich würde davor allerdings noch gerne einen Heiltrank trinken, weil ich ja beim Kampf ein bisschen Damage genommen habe. Und wir haben ja auch Heiltränke gelootet. Ja, habt ihr. C und D. Ich streiche jetzt erstmal den letzten D aus unserem Dings ab, weil wir die anderen noch nicht aufgeschrieben haben, sonst wird das hinterher ein Desaster, ja. Mach das. Ja. Dann D sind 3W6 plus 6. Ja. Alles klar, dann würfel ich 3W6 plus 6